Welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Wir wollten beim Essens bei Hell's Kitchen mal ein bisschen weitermachen. Und zwar, da brauchen wir jetzt einfach nur ein Glacial Dingenskirchen. Dingenskirchen und Dingenskirchen ergibt Dingenskirchen. Snow, Water, Water klingt besser. So einer. Was fehlt uns noch? So einer. Und Water Buckets. Ich habe mein System leider nicht gesagt, wie man Water Buckets macht, geschweige denn, wie man Buckets macht. Guck mal, Milch. Guck mal, kein Licht. Kein Licht, nicht gut. Ja, stehen da zum Glück noch ein paar Crafting-Teile rum. Wir können auch direkt aus dem Tank was abtapfen. So. Einmal dahin, einmal dahin und Glacial Gedöns. Yay. That was easy. Ein Good Bag. Was ist denn ein Good Bag? Slimy Saplinger. Oh. Nice, wenn wir keine haben, aber wir haben ja welche. Was wäre denn das nächste? Das nächste wäre, du darfst jetzt alles machen. Okay. Vegetable Supply. Eine Sojabohne und eine Presse. Was haben wir hier? Toast. Toast klingt doch relativ gut. Was brauchen wir für Toast? Toast? Oh, Toast. Macht Sinn. Was für ein bescheuertes Rezept. Ah. Bread. Backen. Wird Toast draus. Bread können wir durch die Klassikteile oder durch Duck oder in einer... Nee, das ist mir zu kompliziert. Wie umständlich das ist. Das machen wir mit Wheat Flour, ein bisschen Salz und Wasser. Salz und Wasser kriegen wir sozusagen umsonst, weil Salz ist einfach Wasser. Wheat Flour, wenn wir Wheat oder Reis oder Kartoffeln oder Rye oder das oder das in den Mörder schmeißen. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen mal eine Farm. Wir müssen mal da hinten unsere kleinen Farmen anfangen zu aktivieren. Die könnten wir jetzt nämlich ganz gut gebrauchen. Für alles Mögliche. Das heißt, wir machen erstmal die Gerätschaften dafür. Reloaded. Wir brauchen Harvester. Fertilizer, nein. Oder können wir das mit einer anderen Harvester-Möglichkeit machen? Wir können das mit Golems machen, aber von Golems sind wir noch ewig und 3 Tage weit entfernt. Nicht so prickelnd. Und wirklich sinnvolle andere Harvester haben wir nicht. Das heißt hier eine Inver-Axt, 1 Sticks. So. 2, 3. Das Kastending, 1, 2, 3. Die hier, 1, 2, 3. Shears, 1, 2, 4. 5, 6. Und diese Plates. Ja. Oh, wir haben gut Rubber. So, noch Glas dran. So.
So, ihr brät mal auf. Und ich mach derweil Energy Condens verlegen. Oder besser gesagt, Energy Condens craften. Ich denke mal, es ist schade, dass diese hier nicht existent sind. Es gibt kein Crafting-Rezept, die sind ausgestellt. Ich würde ganz gern mit denen arbeiten, aber... Naja. Er will nicht. Die müssen, glaube ich, gefüllt werden mit Redstone, ne? Ja. Das wären 10.000. Ich glaube, so viel brauchen wir da hinten nicht. Das hier muss uns reichen. Komm her, gib mir mal 60 Stück. Und hier gibst du mir auch mal 60 Stück. Nehme ich die 30 noch mit. Oh, jetzt einen ganzen Haufen Emmy-Cable, um bis nach da hinten zu kommen. Uiuiui. Na, mit 12 hätte ich da nicht hinkommen. Quarz. Quarz pulverisieren. Das heißt, ich muss mal wieder meine Pulverizer hier missbrauchen. Jetzt missbrauche ich doch gleich mal zwei. Komm mal her, nimm mal den Dust entgegen. Kannst gleich noch mehr Dust. Kannst du Clay rausmachen. Ist auch okay. So, kommt jetzt einfach hier rein. So. Das kann da auch mal alles rein. Hier hätten wir noch 5. Wie geht's mit denen hier voran? Die brauchen noch. Müssen ja leider nochmal durchgeschmolzen werden. Dann funktioniert das leider nicht. Komm mal her, mit 17 Stück können wir doch schon was machen. Mach mir Emmy-Cable. Das Crafting-Rezept funktioniert halt nicht. Aber wir haben ja zum Glück Glas bis zum Gehnichtmehr. 33. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Aber wie geht's denen hier eigentlich? Ihr seid eigentlich fast immer voll, oder? Du bist leer. Du leerst dich gerade. Du bist leer. So wird zum Thema, die sind immer fast immer voll. Ah. Ah. Warte mal, wie viel kann so ein Kabel übertragen? Was waren das? 400. Einer produziert wie viel? 80. Das heißt, ich kann 5 Stück. Das heißt, ich könnte hier theoretisch noch einer anschließen. Ich habe die ja hier drüben hingepackt. Was gar nicht so blöd war. Die kriegen doch schon ganz schön viel Holz rein. Warum outputtest du nicht? Ah, macht Sinn. Okay, die drei Farmen sind da. Das heißt, wir schließen auch von hier das Kabel einfach an. Hoffen wir mal, dass die Stromversorgung reicht. Das Kabel können wir von hier nehmen. So. So. Okay. Haben wir Dirt? Dirt haben wir. Oder wo ist denn immer das Center? 2, 3. 1, 2, 3. Hier wäre der Center Spot. Das heißt, da drunter auf der Position kommt der Farmgedöns Dingenskirchen. Weißt du Bescheid?
Genauso auch bei den anderen Positionen. Zwei, drei. Zwei, drei. Oh, komm jetzt. Mach mal keine Faxen. Wir müssen das eh so oder so mit Dirt füllen. Da kommt der Farmteil hin. Ah, das sind 4, 5. Moment, jetzt bin ich aus dem Takt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, da käme das hin. Wir haben noch kein Dirt mehr, um das zu markieren. Kann ich ja schon mal die hier verlegen. Oder mache ich das komplett über ME? Ich glaube, ich mache das komplett über ME. Wir verzichten auf die Leitung hier. Das kann man zwar auch machen, muss man aber nicht. So. Das heißt, wenn hier... Lass mal sehen. Da käme dann der Farmer drüber. Selbst meine ME-Kabel reichen dafür längst nicht. So. Jetzt brauchen wir noch einen ganzen Haufen ME-Cable. Strom dürfte reichen. Und mal hoffen, dass das Rubber aufgebacken ist. Nein. Wir können das mal verlagern. Kommst hier mit rein? Du wirst hier gebacken. Oh, ein Herz. Ganz vergessen. Bing! Reloaded. Ach ja, ohne Plastik können wir da nicht viel machen. Was braucht denn der Farmer? Nicht der Komposter? Planter. Planter, Planter, Planter. Planter, wo bist du? Das ist der Laser Drill. Mit dem können wir überhaupt nichts anfangen, weil wir kein Bedrock haben. Hat er ein Crafting-Konzept? Ja. Allerdings völlig useless ohne Bedrock. Bin ich gerade voll blind? Da. Das ist der Fischer. Oh. Dann so. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann haben wir den Spaß. Jetzt brauchen wir natürlich noch die da. Wie weit kommen wir denn mit 8 Stück? Nicht so weit, wie wir wollen. 2, 3. Die guten Harvester. Da brauchen wir noch mehr. Mach schneller. Mach hin. Ich wünsche mir eine schnellere Furnace. Gib mir schnellere Furnace. Clay Jack. Stone Sink. Water Barrel. Dinge, von denen ich noch nicht was gehört habe. So, 1, 2. Damit hätten wir die. Jetzt brauchen wir natürlich noch Upgrades für die. Upgrade. Wir wollen Increase 3. Oh, da brauchen wir den Kram. Dann brauchen wir eine ganze Menge von dem Kram. Shit. Guck mal hier, schmeiß ich euch noch mit an.
Warum habe ich denn so viel Glas? Brauche ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe genug. Hey, hey, hey. Ich werde noch Goldnuggets brauchen. Mache ich mir mal ein paar. Früher oder später brauche ich die eh. Die Almosen zusammensammeln. So, wie viel haben wir da? 3. Einer. Oh, eine ganze Menge. Nein. Oh. Das muss ich unbedingt automatisieren. Ganz wichtig. Okay, warum kannst du jetzt nicht mehr mit den anderen stacken? Wie dämlich ist das denn? Nehmen wir uns nochmal 2 Stacks Dirt mit und können die da hinten mal aufsetzen. Ich befürchte, weil wir da keine Fackeln gesetzt haben, dass da eine potenzielle Quelle für Creeper Spawn ist. Nee, die Fackeln hier drumherum scheinen zu reichen. Sehr gut. Was da, was da? 1. Harvester. 2. Und Harvester. 1, 2, 3, 4. 3. Jetzt wäre dann Creeper Spawn Möglichkeit. Das heißt, die kriegen jetzt eine Fackel auf den Kopf gesetzt. Dann ist da nichts mehr. So. Den hier noch mit dem Umschleppe, weiß ich nicht. Und warum ich so viele Upgrades gebaut habe, weiß ich auch nicht. Ich brauche nur 6, warum habe ich 7 gebaut? Gut, dass es mir frühzeitig aufgefallen ist. So, komm mal hier, Planter. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da haben wir 3 Planter. Yay! Emmy-Kabel habe ich keine gemacht, aber wir können aber die Energiekabel verlegen. Weil jetzt stehen ja die Maschinen. Das war natürlich total schlau von mir, dieses Kabel hier direkt unter dem Ort lang zu legen, wo ich das Energiekabel hätte langlegen sollen. Das heißt, das Kabel kommt immer weg. Blub, blub, blub. Ja, ja, ja. So. Können sich die schon mal langsam mit Energie füllen? Soll doch direkt hier drüber sein. Ja. Volltreffer. Ist jetzt die Frage, wie verlege ich hier das Kabel? Das ME-Kabel und das Energiekabel. Die Planter wollen ja beides haben. Ich glaube, ich verlege das einfach so daneben. Hier auch. Doch parallel. Kriegt hier schon mal schön Saft. So, jetzt kann ich noch den Dirt verbauen. Frei. Erstens habe ich dann zugefuchtig und zweitens muss da eh Wasser hin. So. Ah, eins der Kammer noch. Gut.
ich habe genau das gleiche. Das war nicht der Plan. Was will er? Nein. Das ist jetzt die Frage, was bauen wir an? Wir können ja zum Herstellen von Wheat, von Mehl, können wir ja Wheat anbauen. Oder Kartoffeln. Das ist jetzt die Frage, wenn wir Wheat abbauen, haben wir natürlich immer die die Samen als Nebenprodukt. Hm. Können wir denn mit Seed irgendwas machen? Beim anderen hätten wir die Potatoes als Nebenprodukt. Nein, was können wir aus Seeds machen? Wir können Tropical Grass machen. Eine Seedsuppe. Etwas völlig Unsinniges in diesem Mod-Pack. Mod Dictionary schön. Bringt mir gar nichts. Moistener bringt mir auch nichts. Seed Oil. Ja. Aber da gibt es bessere Quellen. Also Seed Oil aus Seeds. Bitte. Wieso kriege ich einmal 0,01 und einmal 0,1? Was ist das denn? Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist so uninformativ. Pumpkin Seeds, Melon Seeds. Den kann ich auch als Seed Oil machen. Wahrscheinlich sogar besser. Ender Lily Seeds. Das ist ein Eye of Ender und ein Grass Seed. Dann habe ich einen Ender. Oh, das könnte interessant sein. Das heißt, ich brauche nur ein Eye of Ender und dann habe ich nur eine endliche Ender Pearl Farm. Oh, das ist interessant zu wissen. Also Seeds können wir nicht allzu viel machen. Wir können Seed Oil daraus machen, aber bis wir Seed Oil brauchen... Das wird zwar relativ früh sein, aber ich denke Seed Oil... Obwohl, wir können hier eine Seed Soup machen. Das ist jetzt die Frage. Seed Soup bringt, glaube ich, uns nicht allzu viel. Das heißt, wir bauen, glaube ich, Kartoffeln an. In der Theorie können wir eine ganze Menge anbauen. Du kriegst ein Upgrade. Kann ich das schon mal einstellen, dass er Stacks nicht konsumiert? Du kriegst ein Upgrade. Bei dir habe ich das nicht eingestellt. Und mein Essen. So, jetzt müsste aber doch ein guter Schlag fertig sein. Wird auch gelacht, wenn nicht. 40. 8. Ganz viel anderes Zeug. Wie geht's mit meinem Pulverized? Sehr gut. Sehr gut. Need ME Cable, um das Ganze irgendwie zu verkorbeln. Verkorbeln. Liter für das. So, wie viel können wir? Ein Stack. Stack ist okay. Liter für das. Komm mal her, ich verbrauche mal alles. 48. Also ich werde 3 Position Export brauchen. Und ich werde 3 Interfaces brauchen. Was ich schon mitnehmen kann, sind... Buckets habe ich natürlich keine. Warum auch? Ein bisschen Platz machen. Komplett voller Tank mit Lava. Ist auch nicht schlecht. Eisen ist ja hier ganz oben. 3. Okay. Dich brauche ich gerade auch nicht mehr. Nicht sicher, warum ich so viel mitgenommen habe. Ich könnte... Nein, nicht dich. Nein! Oh, verdammt! So, jetzt gib her hier. Gib mir mal 3 Sticks. So, 1, 2, 3. Spannende Frage. Haben wir Potatoes? Haben wir. Wir haben einen ganzen Stack Potatoes. Dann mal ab zu unseren Farmen.
So, dich hier mal schön aufschlagen. Und da kommen jetzt Cable und die ME-Interfaces. Wir werden zwar gleich nur eine Farm aktiv haben, aber ist doch ganz gut, wenn die anderen schon sitzen und nur darauf warten, dass sie aktiviert werden. Dann können wir hier jede Menge verschiedene Stuff anbauen. Können wir hier richtig Farmville spielen. Das wird Laune machen. Das wird Laune machen. So, wir werden jetzt hier zum Großbauern mutieren. Ich kann auf jedem Teil hier 9 verschiedene Sachen anbauen. Das mittlere Feld ist zwar sozusagen benachteiligt, das ist das Krüppelfeld, weil das nur 8 Felder zum Anbauen hat, aber die ganzen 8 äußeren haben eine volle 3x3 Fläche zum Anbau. 3x3 ist jetzt nicht der Hit, allerdings will ich auch nur Essen für mich selber produzieren. Also wozu brauche ich dann 3 Millionen verschiedene Kartoffeln? Also wozu brauche ich 3 Millionen Potatoes, wenn ich das eh nur für mich alleine produziere? So, Wasser, Wasser, Wasser und Unterweg sehr unerreichbar. Ich brauche ganz dringend mehr Unterwege. Diese eine Leiter hier reicht einfach nicht mehr. So, lass mal sehen. Da kommst du runter. Kannst hier lang. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Kommst du weg? Bist du dran? Da sage ich, du bist das. Die ganzen anderen Felder sind blockiert. Und have fun. So, Exporte, du musst bitte immer da rein. So. So. Jetzt kommt hier ein bisschen interessanter Knotenpunkt. Ich muss ich verlegen, sonst komme ich nicht dahin. Du kommst so hin. So. So. Und hier ran geschlossen. Voll gut. Damit steht die Farm. Und hier werden fröhlich Potatoes reingehauen. Das ist jetzt hier wirklich die spannende Frage. Hier kann ich allein 9 verschiedene Sachen anbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pflanzen es insgesamt geben wird. Ich denke mal, 9 Anbaufelder für Potatoes, wenn wir die eine Zeit lang laufen lassen, reichen uns aus. Da. Da sind die Anbaufelder. Gross 0%. Ja. Ich denke mal, das war's dann auch für diese Episode. Wir haben unsere Felder mal aktiv geschaltet. Das heißt, nicht nur unsere riesige Baumfarm, die uns ständig mit Holzkohle versorgt, was unser ME-System am Laufen hält. Wenn ich mir hier reingucken kann. Wow, 4 Stunden. Und 380 Output. Okay. Aber ich denke mal, dass wir die Baumfarm... Ich meine, ein Abteil ist ja jetzt schon für Rubber. Das hier, das ist ja schon für Rubber reserviert. Das heißt, das wird gar nicht mehr zu Holzkohle. Dafür zu Rubber. Ja. Ja, das ist gar nicht mal so, ja. 300 irgendwas Output, holy crap. Das sind
fast 5 Magma Engines. Was die eine hier gerade macht. Ich bin mal gespannt, auf welche Zeit die sich einpendelt. Ich meine, die kriegt dann eine konstante Versorgung. Wie man sieht, jedes Mal, wenn was reinwandert, erhöht sich die Zeit jetzt nur noch um Sekunden. Aber ich glaube, die wird sich so bei 4 Stunden einpendeln. Das heißt, selbst wenn unser System ausfällt, haben wir noch für 4 Stunden lang Energie. Das ist natürlich richtig nice. Nice ist das. Nun gut. Würde ich mal sagen. See you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.